Clip Nummer 1 zeigt eine kommerzielle Werbung für Bud Light. Die Transgender-Influencerin Dylan Mulvaney scheint mächtigen Spaß mit der Biermarke zu haben. Tatsächlich führte der Clip jedoch zu heftiger Kritik und Boykottaufrufen. Thank you for your patience. Sorry, are you still there? Yes. Okay, please hold. Der zweite Clip ist dagegen keine Werbung, sondern die zusammengefasste Montage von mehreren Clips rund um die Geschehnisse einer etwas kopflosen Mutter in London im November 2021. Sie vergaß tatsächlich ihr Baby im Zug. Zum Glück gab es einen verständnisvollen Biertrinker. Und welches Video hat euch besser gefallen?